Folgen der Zwietracht. Hier könnt ihr Hans und Grete sehen, wie sie vereint zur Schule gehen. Tief liegt der Schnee, es scheint kalt zu sein. Der Hans geht hinter Grete drein. Nicht lang, so fasst der kleine Tropf das Schwesterlein bei seinem Zopf. Das hat der Grete wehgetan. Drum sagt sie: Hans, geh du voran. Nun geht sie hinten, Hans geht vorn. Auf Rache sinnet sie voll Zorn. Jetzt fängt der Hans zu laufen an. Indes reift Gretes Racheplan. Und wie der Schneeball fertig ist, da wirft sie ihn mit arger List. Sie trifft, Gottlob, wir spüren's nicht, den armen Bruder ins Gesicht. Das schmerzt den Hans, und drum zur Red stellt er energisch seine Gret. Nicht lang befinden sich die zwei in einer großen Balgerei. Doch ob des Balgens, W.O.W., geraten beide in den Schnee. Den steilen Hügel abwärts geht's. Der Schnee wird tief und tiefer stets. Es ballt der Schnee sich ringsumher. Man sieht sie nur zur Hälfte mehr. Sie raufen fort auf steiler Bahn. Fängt nun der Wald zu rollen an. Und wie es bei Lawinen geht, es wächst der Ball, wie er sich dreht. Das raufende Geschwisterpaar im Schnee verschwindet ganz und gar. So dass zuletzt nach kurzer Frist nur mehr ein Schneeball übrig ist. Daraus ergibt sich die Moral: Es straft sich Zwietracht jedes Mal.